Ich möchte gerne auch meine Referendariatszeit mit einbeziehen. Mein Referendariat habe ich im Jahre 2016 beendet und bin seitdem jetzt hier an der Schule, also seit 3 Jahren als Lehrerin tätig. Ich unterrichte hier in der Schule die Fächer Mathe und Chemie, jeweils in der Oberstufe und Unterstufe. Zusätzlich unterrichte ich noch das Fach Kunst, aber dann nur in der Sek 1. Ich mag es generell, Menschen zu helfen, Mut zu machen, sie in ihrem Vorhaben zu unterstützen. Und ich denke, die Schule ist auch der richtige Ort dafür, um diese Tätigkeiten auszuführen. Zum Beispiel brauchen die Schülerinnen und Schüler Hilfe in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, Mut auf dem Weg zum Erwachsenwerden und natürlich vor allem viel Unterstützung für das Erreichen eines guten Abschlusses. Erfreut es am meisten, wenn ich Schülerinnen und Schüler sehe, die einen guten Abschluss erreichen und ihrem Wunschberuf einen Schritt näher kommen. An dieser Stelle möchte ich die Oberstufe und die Unterstufe separat betrachten. In der Oberstufe unterrichte ich Schülerinnen und Schüler seit 3 Jahren ohne sonderpädagogischem Förderbedarf und in der Unterstufe auch seit 3 Jahren auch Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Aktuell unterrichte ich nur in einer Inklusionsklasse. Bei uns an der Schule ist es sehr unterschiedlich. Je nach Jahrgangsstufe gibt es auch unterschiedliche Anzahl an Förderkindern in den Klassen jeweils. Also so eine durchschnittliche Angabe zu machen, ist schwierig. Ich möchte aber an dieser Stelle schon ein Beispiel geben. Ich weiß, dass in der 5. Klasse 2 Klassen gibt, in der insgesamt 22 bis 23 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden und davon sind jeweils 5 Förderkinder. Die Beziehung untereinander ist teilweise gut und teilweise sogar manchmal schlecht. Vor allem die Einstellung der Eltern zur Inklusion und die entsprechende Erziehung der Kinder zu Hause und die Erfahrungen mit Inklusion beeinflussen sehr stark die Beziehung untereinander, sehr. Wenn die Kinder schon Erfahrungen mit Inklusion gemacht haben, zum Beispiel in der Familie, in Kindertagesstätten oder schon in Grundschulen, sind sie an weiterführenden Schulen sehr offen und hilfsbereit gegenüber Förderkindern. Wenn Schülerinnen und Schüler keine Erfahrungen gemacht haben mit Inklusion, dann nehmen die zum Beispiel oder empfinden das gemeinsame Lernen eher befremdlich und sind auch eher distanziert gegenüber Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf. Ja, dazu möchte ich sagen, dass ich viel von dem Sprichwort halte, aller Anfang ist schwer. Denn im Studium hatte ich kaum, aber auch bis gar keine Möglichkeit, Vorlesungen oder Veranstaltungen, Seminare zu besuchen zu dem Thema Inklusion. Erst im Referendariat lernte ich so wirklich Inklusion kennen. Daher nehme ich die Arbeit mit der Inklusion sehr momentan herausfordernd und zeitaufwendig vor, aber gleichzeitig ist es natürlich auch interessant. Herausfordernd und zeitaufwendig deswegen, weil leider aktuell nur wenige Inklusionsmaterialien mir zur Verfügung gestellt werden.
Und hinzu kommt, dass die zur Verfügung gestellten Materialien zusätzlich bearbeitet werden müssen, weil die jeweils nicht immer auf die Förderbedarfe der Schülerinnen und Schüler zugeschnitten sind. Dennoch denke ich, dass ich die Inklusionsaufgabe weniger zeitaufwendig und herausfordernd nehmen werde, wenn mir mehr etablierte Lehr- und Lernmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Also ich muss sagen an dieser Stelle, dass ich definitiv dafür bin, dass Inklusion ein Menschenrecht ist. Ich betrachte die Vielfalt von Menschen als definitiv als eine Bereicherung und die Schülerinnen und Schüler oder die Kinder, abgesehen von den Schülerinnen und Schülern, die Kinder, Jugendlichen, aber auch die jungen Erwachsenen, sollen lernen mit Kindern, Jugendlichen, auch junge Erwachsene, die eine gewisse Beeinträchtigung haben, mit Offenheit, Respekt und Interesse zu begegnen. Diese anderen Sichtweisen wertzuschätzen, aber auch anzunehmen. So möchte ich wirklich als Lehrerin auch die Entwicklung und die Vermittlung von diversitätsbewussten und kritisch diskriminierungskritischen Wertorientierungen mit unterstützen, damit eben eine gleichberechtigte Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler an Interaktionen in der Schule gegeben ist. Als ich hier an der Schule neu angefangen hatte, im ersten Jahr noch, habe ich zusammen mit einer Sonderpädagogin Chemie in einer 8. Klasse unterrichtet, in der ebenfalls Förderkinder mit zusammen gelernt haben. Mit der Sonderpädagogin ist es mir gelungen, die Förderkinder zielgleich zu unterrichten. Sie gab bei der schriftlichen Bearbeitung der Aufgaben zusätzliche Tipps und Hinweise oder wenn wir einfache, ungefährliche Experimente durchgeführt haben, stand sie mit bei und hat geschaut, ob die Versuche, auch Experimente auch richtig durchgeführt wurden. Im Nachhinein, nachdem ich die Klasse abgegeben habe, kamen auch schon neue Fünfer hier an diese Schule und wir haben nochmal untereinander gesprochen, dass wenn in einer Inklusionsklasse unterrichtet wird, dass das Classroom-Management sehr, sehr wichtig ist. Und das ist mir sehr gut gelungen und eine Kollegin hat mich dann daraufhin angesprochen, ob ich denn nicht Interesse hätte, bei ihr in der Klasse, Inklusionsklasse Mathe zu unterrichten. Und das habe ich auch gerne hingenommen und seit halbem Jahr bin ich jetzt auch, so ein Jahr bin ich auch jetzt in der Klasse drin und unterrichte eben in dieser Inklusionsklasse Mathe. 5 Stunden die Woche. Ja. Aufgrund eine durchgehende Doppelbesetzung ist aufgrund wenig vorhandener Sonderpädagogen nicht möglich. Ich unterrichte 5 Stunden, wie ich eben gesagt habe, Mathe in der 5. Klasse und der Sonderpädagoge kann 1 Stunde mitbetreuen, die Schüler. Aber der Sonderpädagoge schaut aber, ob er auch im Verlauf der Woche, wenn es seinem Stundenplan auch passt, zusätzlich 2 Stunden oder 3 Stunden mitzubetreuen. Das ist auch möglich, ist auch vorgekommen. Zurzeit haben wir insgesamt 4 Sonderpädagogen und 2 Sozialpädagoginnen, die natürlich extrem bemüht sind, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wenn wir aber das Verhältnis Sonderpädagogen und Förderkinder betrachten, dann ist klar, dass wir definitiv mehr Unterstützung brauchen, damit
eine umfassendere Multiprofessionalität gewährleistet werden kann. Die zurzeit hier an der Schule aktiven Sonderpädagoginnen können Unterstützung in vielen Förderschwerpunkten bieten. Allerdings weiß ich, dass auch noch zusätzliche Kolleginnen und Kollegen von der Förderschule kommen, LVR, Landschaftsverband Rheinland. Von dieser Förderschule bekommen wir Unterstützung auch für weitere Förderschwerpunkte wie Hören, Sehen und Kommunikation. Zurzeit ist die Schule noch nicht barrierefrei und es stehen aber auch nur wenige Räume zur Verfügung. Die Sonderpädagogen oder die Sozialpädagogen sprechen wir an, wenn wir Inklusionsmaterialien brauchen. Hier an der Schule haben auch die Fachschaften ihre eigenen Räume, wo uns Kollegen Materialien zur Verfügung gestellt werden und wir können dann jederzeit da auch Materialien ausleihen.